Herzlich willkommen bei Games.de. Wie ihr von der dezenten Hintergrundmusik und dem Gerausche vielleicht hören könnt, wir sind live auf der Gamescom, also für uns live, nicht für euch, denn ihr hört euch das ja an. Und wir haben viele Entwickler zu Besuch, unter anderem auch Capcom. Und die zeigen uns heute Marvel vs. Capcom Infinite. Das ist die Rückkehr von einer Beat'em-up-Serie, die es schon sehr lange gab. Lange aber nicht mehr. Jetzt sind sie wieder da mit neuen Charakteren und sogar dem Infinity-Universum. Wer es nicht kennt, Infinity-Stein, Thanos, Guardians of the Galaxy, nachholen ist großartig. Genau, ich habe mir den Chris dazu geholt, der Fighting-Game-Experte ist und natürlich auch jemand von Capcom selbst. Und die stellen sich jetzt erstmal vor. Ja, hi, Paul, mein Name ist Klaas. Ich komme von Capcom aus Hamburg und habe eine brandneue Version von Marvel vs. Capcom Infinite mitgebracht. Das Spiel erscheint ja eigentlich erst am 19. September. Aber wir haben jetzt hier eine Version, in der wir schon alle 30 Kämpfer ausprobieren können, die nachher dann im Spiel mit dabei sein werden. Und Klaas nicht alleine da, wir haben auch den Chris da, wie ich eben schon gesagt habe, ein Fighting-Game-Experte. Chris, willst du dich kurz mal vorstellen? Hi, ich bin der Chris, ich bin auf YouTube als Yuga unterwegs, unterstütze hier schon den ganzen lieben langen Tag die Werte an Katrin hier mit unserer geilen Livestream-Programm. Findung, Verendung. Und heute bin ich auch dabei bei Marvel vs. Capcom und ich freue mich megamäßig. Genau, Chris und Klaas haben nämlich ein laufendes Turnier sozusagen und die beiden werden jetzt mal gegeneinander antreten und dabei erklären, was es alles in Marvel vs. Capcom zu sehen gibt. Dann würde ich mal sagen, an die Controller, Jungs, ne? Super, danke dir. Wir ein paar Stages, aus denen wir wählen können. Wer ist Player 1? Ecke hier, wa? Auf was hast du denn Bock? Also das sind ja alle Stages, die aus Marvel und aus Capcom-Welten verschmolzen sind miteinander. Komm, wir machen hier mal ein bisschen was Helles zum Anfang. Und das ist unser Fighter-Roster. Wir haben in den letzten Wochen die letzten vier Kämpfer bekannt gegeben, die jetzt mit dabei sein werden zum Start am 19. September. Unter anderem hier Dormammu und der Firebrand, Jeddah, und der Ghost Rider. Die sind jetzt noch neu mit dabei und wir können die jetzt hier ausprobieren und uns jetzt halt jeder ein Zweier-Team zusammenstellen. Marvel vs. Capcom Infinite bringt also so den Zweier-Tag-Team-Kampf wieder zusammen. Nemesis aus Resident Evil. Oh, wie geil ist das denn? Mal im Ernst. Und er kann richtig was, ne? So, den nehme ich jetzt auch mal direkt. Ganz ehrlich, zap, zap. Und als Tag-Team-Partner nehme ich mir Iron Man mit dazu. Coole Gruppe. So, das sind die Infinity-Steine. Ganz neu in Infinite. Die kommen aus dem Marvel-Film-Universum. Und die bringen dir pro Team eine extra Power. Hier der Power-Stone zum Beispiel kann deinen Gegner noch mal nach hinten schleudern. Oder mit dem Time-Stone können wir einmal ganz schnell die Seite wechseln und auf den Gegner von hinten angreifen. Und jeder Stein erlaubt es zudem noch, einen Infinity Storm auszulösen. Okay. Mit dem du dann noch mal mächtiger bist und noch weitere Kräfte auslösen kannst. Wie aktiviere ich dann den Infinity Stein? Mit L1. Ja. Mit R1 wechselst du deine Kämpfer. Okay. Derjenige, der gerade nicht im Feld ist, lädt dann wieder Energie auf. Okay. Und mit L1, R1 zusammen löst du diesen Infinity Storm aus, wenn du genügend Energie dafür hast. Alles klar. Und kämpfen dann auch mit den R2, L2, oder? Die sind nicht dabei, du brauchst halt hier die Super. Oben. Habe ich schon erwähnt, dass ich ein ganz furchtbar schlechter Spieler bin? Ich glaube, ich kriege hier richtig auf die Nuss heute von dir. Das Gute an Marvel vs. Capcom Infinite ist, dass wir viele Easy Moves eingebaut haben. Und du selbst als jemand, der nicht viel in Fighting Games unterwegs ist, schon ziemlich schnell ein bisschen was auslösen kannst. Ich muss immer dringend den Charakter wechseln. Und trotzdem ein bisschen was auf dem Bildschirm passiert. Ja. Und man sich zumindest nicht ganz so schlecht denn fühlt, wenn man böse verliert, so wie ich das glaube ich heute werde. Wir Arthur aus Ghosts and Goblins, der ist klein und hat von daher schwer. Hätte ich vielleicht nicht gegen Nemesis wählen sollen. Aber er ist einfach super cool.
Aber ihr wollt mit dem Spiel schon eher in die kompetitive Richtung gehen, oder? Also es ist ein Spiel, das sowohl für Fighting Game Profis geeignet ist, das hat so diese ganze Tiefe, die du halt aus Capcom Fighting Games kennst, ja. Bringt es mit. Du kannst also unendlich neue Kombos lernen und dich richtig fies, richtig ja. tief mit deinen Charakteren auseinandersetzen. Aber es bringt halt auch so wieder dieses casualige, arcadige ja. Fighting Game Spaß wieder mit. Also so regnerischer Nachmittag, du hast Netflix ja. ausgeguckt, weißt nicht mehr, was du anschmeißen Eben. Sollst. Ey, dann mach einfach hier ein paar Runden Marvel vs. Capcom, das funktioniert wunderbar. Aber man sieht das ja meistens bei den Kampfspielen, die mit weniger Tasten auskommen, dass eben dann da auch einfach eine gewisse Kombo-Tiefe dann entsteht. Ja, genau. Du brauchst ja nicht die 400 Aktionstasten. Es reicht ein leichter und ein schwerer Punch, leichter, schwerer Kick und Würfe und die Kombination daraus ergibt manchmal ellenlange Kombo-Reihen. Eben. Stars. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Ich meine, Marvel vs. Capcom ist ja auch schon eine klassische Reihe, ne? Das gab es ja auch schon für den Super Nintendo. Ganz genau. Wir machen die jetzt seit vielen Jahren und eigentlich war es so, dass der Vertrag ausgelaufen war zwischen Marvel und Capcom. Okay. Das ist ja auch so eine ganz ungewöhnliche Kombination, ne? Aber auf beiden Seiten hatte man Bock, das fortzusetzen. Und von daher haben wir uns mit viel, viel Freude rangesetzt. Ja. Und jetzt Infinite gemacht. Wir haben das Spiel auch extra nicht Marvel vs. Capcom 4 genannt, was eigentlich ja. die Versionsnummer jetzt gewesen wäre, sondern weil wir es halt eben noch mal ein bisschen neu aufstellen ja. wollten, mit Infinite dann auch neu positioniert. Das hier ist Frank aus Dead Rising. Ja. Den nehmen wir mal mit. Ich habe jetzt einfach mal Dante aus Devil May Cry genommen und natürlich Ryo, einer eurer wahrscheinlich klassischsten Superkämpfer. Klasse. Und das macht ja auch halt wirklich Sinn. Mein Marvel ist ja aktuell mit dem Cinematic Universe sehr erfolgreich. Ihr habt mit Street Fighter 4 und 5 zwei echt klasse Kampfgames rausgebracht und habt ja noch so viele geile Charaktere wie eben Nemesis, Dante und die ganzen anderen. Das Schöne ist, Marvel vs. Capcom nimmt sich selber nicht so ganz so ernst. Okay. Und es gibt viele spaßige Momente in dem Spiel, viel ja. zu entdecken. Gerade Frank hier hat jede Menge Überraschungen dabei, also tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Du wirst es gleich so im Kämpfen sehen. Der zaubert hier unendlich viel Krams aus seinen Innentaschen. Hier vom Pömpel bis zum Baseballschläger. Wie geil ist das denn? Das ist ja geil. Alles in der Ball eingesammelt. Ja. Ich glaube sogar eine Buttercreme-Torte hat er dabei, die er so seinem Gegner ins Gesicht schleudert. Aber ihr habt euch jetzt zum Beispiel ja bei Dante für das eher klassische Design entschieden und nicht für den neuen Dante, wie er im letzten Devil May Cry dann zu sehen war. Ja, es gibt viele verschiedene Wünsche, welchen Charakterversion ja. man denn nehmen soll. Und ja. Dante bringt so in der Form dann doch nochmal die meisten Möglichkeiten für uns mit, weswegen wir das dann ganz gern gemacht haben. Ich muss sagen, ich mag den Dante aber auch lieber. Das ist super. Also wir haben, machen uns das immer nicht so ganz so leicht zu sagen, welche Version von einem Charakter, wenn es mehrere gibt, wollen wir denn jetzt nehmen. Und natürlich kann nachher nur eine kommen. Aber wir hoffen, wir haben damit so die Wünsche der Fans erfüllt. Immer toll, wenn man wechselt und dann im falschen Moment getroffen wird und plötzlich kriegen dann beide Charaktere eins auf ja, die Nuss. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also der Charakter ist dann noch für ein paar Sekunden da, kann also auch noch Schaden kriegen. Bedeutet, ein schneller Wechsel für die Sicherheit ist nicht unbedingt immer die beste Entscheidung. Das stimmt und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, wenn du dich besonders gut anstellst, natürlich dann auch richtig viel auszurichten. Ja. Das Tolle am Soulstone, den ich jetzt gerade ausgelöst habe, oder dem Infinity Storm mit dem Soulstone, ist, dass ich dann meinen zweiten Gegner oder meinen zweiten Kämpfer mit dabei habe, selbst wenn der schon ausgenockt ist. Das kann nur der Soulstone, dafür bringt er sonst nicht ganz so viel extra Power auf die Matte. Oh.
Eieiei, Spidey, das war's. Das war jetzt super knapp gewesen. Ab in den Spinnenhimmel. Au, 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 au. Eieiei. K.O. Aber es ist super, weil, also wie die dann abgehen, zapp, zapp, also es ist wirklich so, was du ja auch schon eingangs gesagt hattest. Es wirkt immer halt leicht, okay, man hat nur 4 Kampfknöpfe, aber daraus lassen sich Kombinationen erarbeiten, gerade was ich ja auch schon früher bei den Capcom Marvel-Spielen mochte. Du kannst halt immer höher springen, auch in der Luft kämpfen. Das kann man ja in einem Street Fighter eher nicht. Aber hier kann man wirklich doch den Kampf auf die anderen Ebenen verlegen und dadurch nochmal Kombinationen schaffen. So. Eine Runde machen wir noch, oder? Eine Runde machen wir noch, ne? Dann habe ich 3-mal auf die Nase gekriegt. Ich weiß, ein guter Freund von mir, der Dalukat, der ist megamäßig heiß auf das Spiel. Das ist für ihn sogar, glaube ich, eines der besten Spiele der Gamescom. Er ist aber auch ein riesiger Fighting-Game-Profi. Das ist cool zu hören. Ich habe ihn hier auf der Messe auch schon gesehen. Und er hat schon einen kleinen Blick drauf geworfen. So, Rocket Raccoon. So. Firebrand. Das ist meine Auswahl. Ich hab mal Lust auf Mega Man. 2-mal Roboter, 1-mal Ultron, 1-mal Mega Man. Oh ja. Kannst dich noch an diese geile Mega Man-Serie aus den 90ern erinnern? Mit diesem Techno-Intro. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Das waren doch die besten Zeiten. Rocket hat eine Riesenbombe dabei. Ja. Mit etwas Glück schaffe ich es, dass wir Groot einmal mit reinholen. Der ist halt ein Special Move sozusagen, was er unterstützt. Oh, au, 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 au. Erstmal müssen wir hier wieder ein bisschen Luft verschaffen. Ja, das sollte ich aber auch langsamer machen. Mal gucken, was unser geiler Mega Man hier so drauf hat. Klein und wendig ist er. Ah, diese Runde sieht nicht ganz so gut für mich aus. Oha. Du lässt mich gewinnen, ne? Tatsächlich nicht, aber wäre jetzt auch wirklich gemein, wenn ich dich beim ersten Mal gleich jede Runde schlagen würde. Ist ja auch meistens so das Anfängerglück, ne? Man drückt so ein bisschen auf den Tasten rum, man kann noch nichts. Oh Gott, ich vergesse immer, dass man hier auch noch den zweiten Charakter besiegen muss. Au, au, au. Jetzt hast du den Soulstone dabei und bist noch mal zu zweit am Start. Sehr guter Move, Mann. Gut gemacht. So, sehr gut, ne? Habe ich mir extra nämlich aufgehoben für den Schluss, nochmal schön die beiden zu zünden. Katrin, du wolltest was sagen? Zu laut, bitte was? Du wolltest was sagen? Ach so, ja, ich wollte sagen, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt noch ein bisschen spielt, werde ich euch währenddessen Fragen stellen. Zum Beispiel, nur um es nochmal zu wiederholen, wann kommt es nochmal raus und wo Am überall? 19. September, also gar nicht mehr so lange hin, für PlayStation 4, für Xbox One und für den PC. Gut, also ihr wisst, was ihr euch im September besorgen könnt.
Wir spielen jetzt noch mal eine Runde, würde ich sagen. Spiel die noch mal kurz rein, oder? Ja. Holt euch doch mal Mädels jetzt. Ja, genau. Chun Li als Street Fighter Classic. Ja. Und wie wär's denn mit Captain Marvel? Ja, Captain Marvel. Sehr gut. So. Mir hat ja, muss ich sagen, der Mindstorm bisher so am besten gefallen. Und hier auch Chris. Und auch gleich der ikonischste, nämlich aus Resident Evil 5, glaube ich, ist das der Chris. Der immer den Stein geboxt hat. Bis heute eine sehr ikonische, oft auch ohne piepelte Videospielszene. Kann es sein, dass Chun-Li muskulösere Oberschenkel hat als Captain America? Die ist durchtrainiert, ja, ja. Aber sie war schon bei Street Fighter ordentlich trainiert und sie weiß, was sie hier macht. Ich finde das großartig, die muss ja auch austeilen können. Ja, 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 dann braucht sie auch die Muskeln. Ich meine, da kann Steve Rogers in die Röhre gucken, würde ich sagen. Ha! Guck mal hier, Captain America, der muss sich ganz schön anstrengen. Ja. Muss ich sagen, ich meine, der hat ja auch seine Kräfte durch irgendein Serum bekommen. Oh, ja. Chun Li hat ja auch trainiert. Ne? Also. Oh, verdammte Axt. Laborratte. Ja, bei Chun Li passt es aber auch sehr gut, weil Chun Li ja sehr klassisch eine Kick-Künstlerin ist und dann natürlich auch sehr, sehr starke Beine hat. Also haben sich dann die Entwickler wirklich mal Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube, diesmal kriegst du mich. Ich glaube, du hast mich die anderen Runden nur so ein bisschen zappeln lassen, um mir jetzt mal wirklich, die beiden Ladies an, ne? Um mir wirklich mal zu zeigen, was du hier drauf hast. Au! Es holt aber Chris sein ganzes Waffenarsenal raus. Ah, oh, verdammt. Also mit Chun-Li bist du schon ziemlich gut, ne? Muss man ja mal sagen. Ich glaube, diesmal schaffe ich es nicht. Wow, in die Luft getreten. Jawohl, sehr gut. Ein kleiner Ehrensieg. Sehr, sehr gut. K.O. dem Erdboden gleich gemacht. Mit dieser großartigen Captain Marvel Siegespose würde ich sagen, beenden wir unser Video. Ihr könnt euch Marvel vs. Capcom Infinite demnächst sogar selber schnappen. Alle News und vielleicht sogar eine Review findet ihr auch bei uns auf games.de. Vielen Dank fürs Reinschauen. It is time for the Dark Kingdom to rise. May the symbiote consume you all. Endure the suffering of everyone. I will savor it. Our intel was right. Ultron Sigma has two of the Infinite Six. Six cosmic stones of infinite power. This is no small task, but Ultron Sigma must be destroyed. A suicide mission into the heart of enemy territory? I'm interested. Tell me more. All teams, engage! Do you see now how powerless you truly are? If we're gonna stop Ultron Sigma, we need the Infinity Stones. Release me. Stark and Rocket say he's dangerous. No, I said insanely dangerous. I will give you what you want. We're out of options and out of time. I'm sorry, Cap. I can't let you do it. You have doomed yourself. Bear witness to the death of your world. Quiet. I hear voices. I shall restore balance between life and death. We shall see. So, do you take, like,
regular batteries? Rocket, are you listening? Yeah. Crash Snow Moon, find the core, nab the Power Stone, boom!